Ich erinnere an Johanne Steinberg. Johanne Steinberg wird als Tochter des Bankiers Sally Steinberg am 27.01.1878 geboren. Ihr Vater verstirbt bereits 1891. Zusammen mit ihrer Mutter Lina lebt sie mit ihren Geschwistern Alfred, Luise, Selma und Beata zuerst in der Altendorfer Straße 26, dann in der Bahnhofstraße 8 und im Rosenthal 9. Ihre Schwester Selma verstirbt bereits mit 5 Jahren. Ihr Bruder Alfred und ihre Schwester Beata, auch Bertha genannt, ziehen 1906 mit der Mutter nach Düsseldorf. Am 10.11.1941 werden Alfred und seine Frau Sidonie, Bertha mit ihrem Mann Adolf und dem Stiefsohn Gerd von dort nach Minsk deportiert. Mit 14 Jahren wird Johannes Steinberg das erste Mal in die Göttinger Landesheilanstalt eingeliefert, ungefähr ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters. Im gleichen Jahr wird sie noch nach Liebenburg in die Klinik von Dr. Fontheim verlegt und im August 1900 als geheilt nach Hause nach Einbeck entlassen, wird aber 1902 abermals in die Klinik nach Göttingen eingewiesen. Hochschwanger bringt sie dort in der Klinik ihren Sohn Kurt zur Welt. 1907 wird sie erneut in die Klinik Dr. Fontheim verlegt. Dort bleibt sie über Jahrzehnte Patientin, bis die Provinzialregierung sie am 21. September 1940 nach Wunsdorf verlegen lässt. Nur eine Woche später erfolgt ihre Ermordung in der Tötungsanstalt Brandenburg. Aus Verschleierungsgründen gibt man den Ort Cholm in Ostpolen an und eine dort nicht existierende Anstalt. Von dort kam die Mitteilung, dass sie verstorben wäre und aus solchen hygienischen Gründen sofort in Polen auch eingeäschert wurde. Die Akten dazu wurden vernichtet. Das Schicksal ihres Sohnes Kurt, der als zurückgeblieben eingestuft wurde, ist nur bis zum 16. Lebensjahr nachvollziehbar.